in der Klinik am Südring. In der Klinik am Südring wird jetzt Notfallpatientin Daniela auf die Chirurgie gebracht. Die 38-jährige Inhaberin einer Gartenbaufirma hatte einen furchtbaren Arbeitsunfall. Ihr wurden mit einer Axt 3 Finger abgetrennt, und zwar von ihrem eigenen Bruder. Das ist Frau Appel, 38 Jahre alt. Sie hat eine Verletzung an der Hand durch eine Axt. Gartenbau. Okay. Sie ist im Gartenbau tätig. Okay. Und vorsichtig. Es ist also eine Amputation vom Daumen oberhalb des Sattelgelenkes und Dick 2 und 3 das Endgelenk. Okay. Das Endglied. Die beiden Endglieder der Finger sind da. Mhm. Allerdings der Daumen. Der Daumen ist noch nicht da. Okay. Ne? Sehen Sie sich hin. Sie hat bereits Schmerzmittel bekommen. Super. Und sie hat auch eine Tetanus-Info bekommen auf der Notfallstation. Okay. Die Endglieder, die haben wir ja gesichert. Vom zweiten und vom dritten. Die sind bereits. Genau, die liegen hier. Kann ich einmal mal sehen? Sollten Sie Zeuge sein von einer Amputation, ist besonders wichtig, dass Sie auf ein paar Parameter immer achten. Die Gliedmaße, die amputiert worden ist, muss möglichst schnell sichergestellt werden. In diesem Fall waren es Finger oder beziehungsweise Endglieder der Finger. Am besten sollen die auch gleich den Rettungskräften beziehungsweise dem Notarzt übergeben werden. Das Ganze sollte in einem Zeitraum von maximal 8 bis 10 Stunden stattfinden. Danach ist eine Reamputation beziehungsweise eine Replantation relativ schwierig. Generell muss man darauf achten, wenn man diese Gliedmaßen lagert, sollten die zwar kühl gelagert werden, aber auf keinen Fall nass. Das heißt, am besten ist, Sie machen einen Beutel fertig mit Eis oder kühlem Wasser. Darin platzieren Sie einen weiteren Plastikbeutel, den man verschließen kann. Und dort drin lagern Sie dann die Gliedmaßen. Dann kann den Gliedmaßen nichts passieren und eine Replantation ist höchstwahrscheinlich. Ich bin der Freund. Sie sind der Herr Franke, okay. Und sie ist verletzt worden. Ich weiß gar nicht, was passiert okay. ist. Herr Franke, warten Sie mal ganz kurz. Ich muss selber erst noch ein Bild machen. Ja. Das ist die Frau Kollegin Stern, die Patientin gerade noch aufgenommen. Ja. Hallo. So. Was passiert? Marcel hat mir die Finger abgehackt. Was? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann hat er mit Absicht gemacht. Er will doch nur die Firma. Okay, ganz ruhig. Frau Appel, sagtest du, ne? Appel, ja. Frau Appel, ganz ruhig. So, wir sind jetzt ganz kurz hier zwischengeparkt. Das ist die Kollegin der Anästhesie, ja? Die guckt, dass der Saal gleich frei wird, dass wir operieren können. Ne? Wir wollen erst die Finger wieder drankommen. Ja, bitte. Okay. Ich brauche meine Hand. Dass die Patientin auf einen freien OP-Saal warten musste, das ist nicht ganz selten. Jedoch, das war nicht ganz ungünstig, denn so konnte ich mir schon ein erstes Bild von der Verletzung machen. Denn eine Amputationswunde ist nicht immer gleich eine Amputationswunde. Deshalb war es ganz günstig, dass die Kollegin aus der Anästhesie so schnell reagiert und geschaltet hat und die Patientin auf der Chirurgie zwischengelagert hat, sodass wir keine Zeit verlieren mussten mit einer etwaigen Inspektion dann im OP-Saal. Können Sie noch mal ganz kurz sagen, was ist denn jetzt genau passiert? Es war ein Gartenunfall und jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, wir haben einen Baum, wollten wir einen kleinen hacken und er hackt und hackt einfach meine Finger ab. Einfach so. Das hat er bestimmt extra gemacht. Mit Sicherheit, er will die Firma. Ein Stückchen vom Nagel noch, das wurde mit eingebunden. Okay, und wer ist das? Ist das ein Kollege von Ihnen? Oder? Nein, das ist mein Bruder. Ihr Bruder? Ja. Seit Daniela vor 3 Monaten die Gartenbaufirma ihres Vaters geerbt hat, liegt sie mit ihrem Bruder im Streit. Als älterer und längerer Mitarbeiter der Firma fühlt sich Marcel übergangen. Ob er seiner Schwester deshalb die Finger abgehackt hat, wird sich erst später herausstellen. Sie sehen ja selber die Misere. Ne? Wir müssen das gleich mal gucken. Die beiden Endglieder, die wir sicherstellen konnten, die werden wir versuchen wieder anzunehmen. Das ist bei den Fingern eigentlich immer, die werden immer ganz gut angenommen von der Durchblutung her. Mhm. Problem ist immer die Funktionalität. Ne? Ja. Damit meine ich, dass sie immer alle wieder funktionieren am Ende. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber der Daumen? Ja. Der Daumen ist das Wichtigste, was ich brauche. Wo ist denn der Daumen? Der wird bestimmt gefunden werden, der Daumen. Ja. Ganz bestimmt. Also der ist an der Unfallstelle noch, oder wie? Ja. Okay. Nur ganz kurz, damit Sie mich auch verstehen, Frau Appel. Schauen Sie mal bitte. Soll ich die Firma weiterführen? Schon. Ist auch in Ordnung, wenn Ihr Freund dabei bleibt, ja? Okay. Ja, bitte. Schauen Sie mal, wir haben folgende Situation. Sie haben ein bisschen Glück gehabt von den zweiten und dritten. Herein, bitte. Ja, bitte. Herr Doktor, der Bruder von Frau Appel ist. Der braucht hier überhaupt nicht reinkommen. Okay, Sie kommen sofort raus. Krass aus sonst. Frau Appel, schauen Sie mal. Also, so wie Sie sich jetzt gerade einschätzen ließ, sind die beiden entweder vom zweiten und dritten Finger weg. Gerade bei einem Axtunfall hatten Sie ja gesagt, müssen wir darauf achten, ob es eine gerade Amputationskante gibt. Ich denke aber, das sieht ganz gut aus. Das Hauptproblem bei uns ist der Daumen. Mhm. Denn, ich kann ihn überhaupt nicht folgen. Ja, diese beiden Sachen, die fehlen uns quasi noch. Ja? Das ist ungefähr hier unten abgetrennt, wahrscheinlich hier irgendwo zu dem Teil. Das Problem ist, der Daumen ist eigentlich unser wichtigster Finger, weil Sie sehen ja eine andere Anordnung und mit dem greife ich an. Ja? Mit dem Daumen kann ich jeden anderen Finger. Ja, genau. Okay. Nur, dass deswegen brauche ich den. Ja, genau. Nur, dass wir auf dem gleichen Kenntnisstand sind. Sollte sich die Situation mit dem Daumen irgendwie nicht lösen, also sollte dieser an der Unfallstelle nicht aufgefunden werden, gibt es 2 Möglichkeiten. Die erkläre ich Ihnen dann aber auch nochmal präoperativ. Entweder
Wir amputieren, machen eine gerade Bruchkante und vernähen es dann oben, dann haben sie einen Stumpf. Oder das Zweite, was man, das würde man aber in einem Schritt nach dieser OP machen, in mehreren Tagen dann, ist, dass wir einen Zeh amputieren und den dann als Daumen dort platzieren. Also aber erstmal, der kann ja dann nicht so funktionieren, wie der das wieder bewegen können. Oder, das klärt sich alles erst postoperativ leider. Okay. Man hat schon sehr gemerkt, dass der Freund von Frau Appel große Schwierigkeiten mit der ganzen Situation hatte. Er hat versucht, das Ganze zu überspielen und seiner Frau das auch nicht anmerken zu lassen. Aber ich denke schon, dass er sehr große Probleme mit dieser Situation hatte. Sie, habe ich jetzt gerade herausgehört, Sie sind der Bruder von der Patientin. Und Sie waren jetzt an der Unfallstelle dabei, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Oder Sie sind Was hast du getan? Ich habe gar nichts getan. Wie? Gar nichts. Ich bin weggeknickt. Ich habe mit der Axt. Wie ist das denn passiert? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe mit der Axt gearbeitet. Wir haben einen Ast abschlagen wollen. Ja. Und da bin ich schmerzhaft hinten wieder. Da bin ich irgendwie weggeknickt und dann habe ich irgendwie ihre Finger erwischt. Ich habe nichts gemacht. Okay, ich glaube das nicht. Aber was für uns jetzt alle sehr wichtig ist, wir suchen immer noch, oder eine Unfallstelle konnte nicht aufgefunden werden, Großteile des Daumens. Und finden wir das Ganze, wenn wir das Ganze wieder transplantieren wollen, ist das Problem für uns. Wir brauchen den sehr dringend. Und Sie können sich nicht erklären, wo der sein kann. Ja, ich habe schlechte Nachrichten. Wir haben ja alles abgesucht und die Gartenbesitzerin hat einen Hund. Der ist da rumgelaufen und auf einmal sehe ich, wie der Hund den Daumen im Maul hat und weg. Erzähl doch keinen Blödsinn, das ist doch Quatsch, was du sagst. Das gibt's doch nicht. Nein, wenn ich's dir sag, ich bin dem noch hinterhergerannt. Der hat den im Maul gehabt und knick weg und der Hund war auf einmal weg. Was soll ich sagen? Das kann ich doch gar nicht glauben. Was erzählst du da? Ich muss ehrlich sagen, in einem Hundemaul, das ist nicht die beste Umgebung für ein Implantat bzw. Reimplantat. Und ich kann da nur sagen, ich hoffe, dass der Hund gefunden wird. Wenn er den Daumen gegessen hat bzw. runtergestuckt hat, dann können wir sowieso nicht mehr viel machen. Vielleicht hat er ihn auch wieder ausgespuckt und er kann gefunden werden. Dann muss er gesäubert werden und am besten schnellstmöglich wieder vernäht werden. Lebensgefährte Sascha glaubt Danielas Bruder kein Wort. Er ist davon überzeugt, dass Marcel seiner Freundin die Finger absichtlich abgeschlagen hat, um die Firma zu übernehmen. Die Schmerzen, die Marcel angibt, hielt der 39-Jährige bisher für reine Simulation. Also wichtig ist, wie gesagt, der Daumen sollte gefunden werden. Das ist das A und O, aber... Was ist los? Nicht, alles gut, alles gut. Alles okay? Ja, ist alles gut. Da bestimmt was nicht mit Ihnen. Nein, ich bin gut. Es ist alles Sportverletzungen. Patrick, können wir mal einen Rollstuhl haben, bitte? Ja, bitte. Sagen Sie mal ganz kurz, bitte, Herr Appel. Und kann das sein, dass das der Schmerz auch war, als Sie hier mit der Axt hier die Finger abgehakt haben? Ist das so ähnlich? Das hat gezogen und dann hat es komplett runtergezogen. Und der Schmerz ist ja vom Rücken ausstrahlend bis hinten? Ja, komplett hier runter. Okay. Patrick, ich würde Ihnen am liebsten auf die Orthopädie, die sollen MRT anlegen. Da ist nichts. Doch, das machen wir jetzt. Sie sehen ja, was für Konsequenzen das immer hat. Bring ihn mal bitte hoch in die Orthopädie. Wenn ein Patient allein beim normalen Gehen so gestört und gehindert ist durch Schmerzen, dann hat das meistens schon einen driftigen Grund. Wahrscheinlich, so sah es für mich aus, kam auch der Unfall aus diesem Grund zustande. Deshalb wollte ich, dass ein Fachkollege der Orthopädie noch mal sich den Patienten genauer anschaut und dass hier eine MRT-Untersuchung gemacht wird. Denn meine Vermutung war oder meine Verdachtsdiagnose, dass hier ein Rückenleiden vorliegt und das nicht im seltensten Fall ein Bandscheibenleiden. Auf der Orthopädie wird sich zeigen, ob Marcells Schmerzen vorgetäuscht oder echt sind. Unterdessen bereitet sich Frederik Seehauser für die Replantation von Danielas Fingern vor. Zumindest von Zeigefinger und Mittelfinger, denn der Daumen wurde immer noch nicht gefunden. Ja. Frau Appel, ich gebe Ihnen jetzt noch mal ein Medikament, ja? Das ist gegen Schmerzen. Das scheint ein Ende zu haben. Gucken Sie mal. Der Finger ist da. Ganz ruhig. Alles gut. Machen wir schon. Wir müssen ihn also gar nicht sehen. Ne? Alles gut. Okay. Ich muss ihn nur noch dran kriegen, bitte. Er ist gefunden worden. Scheißegal, wie es aussieht, Hauptsache er funktioniert. Erstmal eine gute Nacht. Okay. Erstmal beruhigen, wir haben jetzt gerade was bekommen. Ne? Schau mal. Ganz ruhig. Okay, wenn du mal schauen willst, sieht fast so ähnlich aus wie die anderen Transplantate. Müssen wir schauen, ne? Versuchen wir es mal. Oh Gott sei Dank. Aber sieht gut aus, ne? Der Schnittband. Genau, ist gerade gebrochen, aber ich bin eher, habe ich so ein bisschen Angst. Okay, ein bisschen noch die Kühlflüssigkeit noch. Meine Sorge ist so ein bisschen die Funktionalität, aber das müssen wir gleich sehen. Ja. Willst du noch mal den Mädels dann gleich drin geben, dass sie ihn einmal aufbereiten, desinfizieren, dann in eine Lösung tun? Kriegen Sie das hin? Machen wir. Frau Appel, wir geben uns die beste Mühe. Ich gehe mich dann mal waschen, ne? Ja, bis gleich. Jo. Bis gleich. So. Ich war total erleichtert, als der fehlende Daumen endlich gefunden werden konnte.
konnte. Und so wie ich nach der ersten Einschätzung es sehen konnte durch die Tüte, sah er eigentlich auch noch sehr unversehrt aus. Das heißt, dass der Hund nicht so viel damit rumgespielt hat. Trotzdem heißt das überhaupt nicht, dass der Daumen am Ende funktioniert. Ganz im Gegenteil. Gerade dieses Teil war noch im Mund oder, sag ich mal, im Fang eines Hundes. Und das heißt meistens nichts Gutes. Deshalb bin ich da eher etwas skeptisch. In einer stundenlangen OP arbeiten Ärzte und Schwestern daran, dass Daniela wieder eine funktionierende Hand haben wird. Leider kann Frederik Seehauser der Patientin und ihrem Freund am nächsten Morgen nicht sagen, dass sie erfolgreich waren. Frau Appel, hallo. Haben Sie sich ein bisschen erholt von den ganzen Strapazen? Ja. Grüß Gott, hallo. Und konnten Sie den Daumen retten, oder? Ja, Sie haben das ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Der Daumen konnte ja gefunden werden. War ein bisschen kuriose Geschichte. Ich weiß, ja. Ja, der blöde Hund, sagen Sie schon. Ja. Ja, das kann man jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Es sah aber intraoperativ während der OP sehr gut aus. Ich meine, wir hatten ein ganz kleines Zeitfenster. Mhm. Ich hatte es schon mal versucht, vorher Ihnen zu erklären. Sie hatten ganz schön viel Glück, dadurch, dass es eine gerade Schnittkante gab. Das ist immer sehr gut. Ich denke mal, die Prognosen stehen sehr gut. Ja. Den Rest wird man erst aber in wie lange dauert das denn arbeiten ungefähr? Können? Das müssen wir alles sehen. Also die nächsten Tage, mindestens 7 bis 10 Tage bleiben sowieso bei uns. Mhm. Dann müssen wir erst mal gucken, die Fixierung mit den Drähten und wie das alles geklappt hat. Zudem bekommen Sie eine Antibiose. Ja, es kann ja immer noch sein, dass der Körper ja auch das abstoßen kann. Ja, denkt, das ist ein Fremdmaterial. Der Daumen beweglich? Ja, das müssen wir erst sehen, wenn die Fixierung draußen ist. Ja. Aber ich sage mal so, es hätte schlechtere Voraussetzungen geben können. Bei der Verbandswechselkontrolle können wir bei Frau Appel abschätzen, ungefähr wie das replantierte Gewebe sich wieder dem Körperorganismus zugefügt hat. Da können wir dann auch eine erste verlässliche Prognose abgeben. Postoperativ sah alles sehr gut aus, jedoch sind jetzt die Tage, wo wir hoffen müssen, dass das funktioniert hat. In 7 bis 10 Tagen sind wir etwas schlauer, dann werden wir die ersten Führungsdrähte wieder entfernen und dann können wir auch genauere Angaben zur Funktionalität geben. Danielas Bruder wurde nach ein paar Untersuchungen am Tag zuvor auf der orthopädischen Station aufgenommen. Jetzt wird sich klären, ob er die Finger seiner Schwester mit der Axt abgehackt hat, um ihre Gartenbaufirma übernehmen zu können, oder ob es ein Unfall war. Also Sie hatten ja auch diese Vermutung gehabt, dass das Ganze mit Absicht passiert ist. Genau, richtig. Ich glaube, wir können das ein bisschen widerlegen, denn die Röhre, die Sie meinen, das war eine MRT-Untersuchung. Und da hat man gesehen, dass Ihr Bruder mehrere Bandscheibenvorfälle hat. Also Sie haben gerade im Segment L3, L4, L4, L5, also im Lendenwirbelkörperbereich, Bandscheibenvorfälle, also Bandscheibengewebe. Das heißt, er hat nicht simuliert. Herrn Appel erwartet wahrscheinlich jetzt eine Operation. Wie der Kollege der Orthopädie mitteilte, hat er mehrere Bandscheibenvorfälle wahrscheinlich schon über Jahre jetzt erlitten. Der letzte hat sogar zu Sensibilitätsstörungen in den unteren Extremitäten geführt. Dadurch konnten wir auch den Unfall erklären und auch den Zwischenfall hier, bei uns auf der Station. Bei Herrn Appel wird wahrscheinlich die Bandscheibe ersetzt werden müssen durch eine Bandscheibenprothese bzw. das Bandscheibengewebe entfernt werden, somit, dass er keine Schmerzen mehr hat. Marcel hatte Daniela seine Schmerzen verheimlicht. Sie schlugen ihm aber so aufs Gemüt, dass es zwischen den Geschwistern vermehrt zu Streit kam. Dabei gönnt er seiner Schwester die Firma von Herzen. Zu seiner großen Freude macht sein Schwager ein überraschendes Angebot. Könntest du nicht vielleicht dann im Büro arbeiten? Ja, sicher. Ich würde da gerne helfen. Ich will ja, dass der Firma wieder gut geht und dass alles funktioniert. Ja, super, sie kann ja mit den Fingern nicht. Ich bin ja ein bisschen dran aber schuld. Aber nur, wenn du mir versprichst, in Zukunft ehrlich zu sein. Außer der Wirbelsäule war ich bis jetzt immer ehrlich. Ja, nee, meine ich ernst. Ja, das hat keinen Sinn, wenn du hier meinst, irgendwie auf Break zu tun oder sonstiges. Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich so leid und es wird auch nicht mehr vorkommen. Dann lass es uns für Papa versuchen. Ja, für Papa. Und so wie ich was hab, gehe ich zum Arzt. Es ist schon schwierig, einen Streit, der über Monate lang sich gezogen hat, einfach so zu begraben. Aber als die Schwester ja wirklich auch für sich gemerkt hat, dass der Bruder es nicht mit Absicht gemacht hatte, hatte ich schon das Gefühl, dass sie versucht hat, ihm entgegenzukommen und hat ihm auch wirklich einen anderen Posten in der Firma angeboten. Und ich denke schon, dass das ein guter Start einer Versöhnung ist. Guck, heute Morgen im Zimmer, ich habe was gefunden. Ist eigentlich ganz lustig. Das ist er. Das war er, das steht in der Zeitung. Komm, den hängen wir ins Büro. Darf ich mir das angucken? Das ist der Hund, der das geklaut hatte. Ja. Das gibt's doch nicht. So ja. Kleines. Guck mal, das war der Hund von dieser Besitzerin. Der hat den Daumen geklaut. 10 Tage später stellen die Ärzte fest, dass die Replantation von Danielas Fingern erfolgreich war. Nach einer Reha konnte sie ihre Hand wieder normal benutzen. Durch eine Operation an Marcells Bandscheibe geht es auch ihm wieder gut. Die Gartenbaufirma führen die Geschwister nun gemeinsam.